Hi, in diesem Video geht es mal um das Mischen von Basen. Wie kommt man günstig an eine selbstfabrizierte Basis? Das geht jetzt in diesem Video halt nicht um Nikotinbasen. Die müsst ihr euch dann aus irgendwelchen Quellen besorgen. Eventuell die 10 ml Fläschchen, die man so bekommen kann, halt im Einzelhandel oder halt aus anderen Quellen, zu denen ich hier nichts sagen werde. Ich habe meine bezogen noch vor der TGB2-Regelung, so dass ich da jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich ausgesorgt haben werde. Es Aber geht jetzt auch mir halt darum, eigentlich mehr in diesem Video, wie mischt ihr euch eine Basis an, 1 Liter zum Beispiel, nach eurem Gutdünken, Mischungsverhältnis und wie kommt ihr relativ günstig daran an so eine Basis. Gut, ich zeige euch jetzt mal die Hilfsmittel, die ich dafür brauche. Ihr braucht natürlich eine Leerflasche. Ich habe jetzt einfach eine alte genommen, eine alte aus dem Dampferstore. Die ist hier noch bei mir zu rumliegen gewesen halt. 1 Liter passt mir ganz gut im Kram. Ich muss eh neu anmischen halt und dazu brauche ich die Flaschen ja sowieso. Ihr sollt darauf achten, wenn ihr die nicht lichtdicht verschließen solltet in einem Schränkchen. Dann nehmt euch Braunglasflaschen. Am besten natürlich Glas, weil die kann man super ausspülen, aber die werdet ihr schlecht kriegen. Außer jetzt, ihr kauft die euch als reine Flasche. Aber jetzt, wenn ihr eine alte Basis noch rumfliegen habt, dann wird die meistens in einer Plastikflasche verkauft worden sein. Geht aber auch. Was ihr nicht machen solltet, sind diese Flaschen hier. Das liegt daran halt, dass Nikotin nicht lichtbeständig ist. Außer ihr legt diese Flaschen halt in extremen Schatten, also in dunklem Keller ohne Beleuchtung. Nikotin ist sehr lichtanfällig halt und ihr baut das Nikotin über die Bestrahlung halt mit Sonnenlicht beziehungsweise dem UV-Lichtanteil darin einfach immer mehr ab und so habt ihr dann nicht mehr irgendwann eine 3 Milligramm Nikotinbasis, sondern ihr habt dann irgendwann eine Nullerbasis halt. Deswegen, diese Flaschen sind da relativ ungeeignet halt. Diese bieten ein wenig Schutz vor UV-Einstrahlung. Deswegen brauchen die nicht ganz so dunkel gelagert werden halt. Also am besten nehmt ihr diese Flaschen hier, sind eigentlich optimal und lasst die hier besser außen vor. Ich werde jetzt trotzdem befüllen gleich, weil ich die im Karton im absoluten Schatten liegen habe, dann geht die auch. Gut, was braucht ihr noch? Ihr braucht Messbecher. Jetzt könnt ihr euch das leichter machen, als ich mir jetzt getan habe. Ich habe jetzt, wollte heute noch einkaufen gehen, habe ich aber jetzt vergessen. Ich habe mir hier meinen Küchenhelfer genommen. Der ist für 2 Liter gedacht. Damit könnt ihr nicht genau abmessen, halt, aber so ungefähr reicht es erstmal. Was ihr auch noch braucht, das würde ich euch empfehlen, ist optimal zum Mischen, auch wenn ihr eure Liquid selber mischt, halt, ist sowas hier, ein Glaskolben. Kriegt ihr in der Apotheke, kostet nicht allzu viel. Ich habe einen hochwertigen genommen, der hat auch mehrere Vorteile. Ich kann jetzt erstmal gleich damit die Basis besser abmischen, beziehungsweise den Nikotinanteil in der Basis kann ich da besser abmischen. Ich habe noch diesen kleinen hier, kann man noch zum genauen Messen nehmen, werde ich wahrscheinlich gar nicht benötigen, halt, aber das Ganze ist in der Apotheke relativ günstig zu kriegen. Oder wenn ihr euch bei eBay umseht, halt, dann werdet ihr wahrscheinlich das hier für einen Spottpreis bekommen, das Ganze. Ich werde die Sachen, die ich hier benutze, verlinken unter dem Video, sodass ihr seht, wo ihr die Sachen bekommen könnt, halt, ohne lang suchen zu müssen. Und wie gesagt, einen Messbecher, den kriegt ihr bei Action. Kostet 1 Euro, glaube ich. Aber ihr solltet dann doch besser einen nehmen mit 1 Liter. Dann habt ihr eine bessere Skala. Die ist hier, naja, geht so. Jetzt erstmal zu den wichtigen Sachen. Und da habe ich das Glück gehabt, ich habe von der TDP2-Regelung habe ich noch zugeschlagen und habe mir eine Basis geholt. Achso, noch einen Fakt. Ihr braucht das hier, eine Küchenrolle. Geht schon mal ein bisschen plättelig und ihr habt da bestimmt keine Lust drauf, das Ganze auf der Hand kleben zu haben. Ich habe mir das hier zugelegt, halt, vor der TDP2-Regelung. Und wer das jetzt sieht und mein Freund ist, ihr kriegt nichts ab. Das ist das hier. Das sind immer Nikotin Storage Spaces, nennt sich das hier. Das ist einfach reines PG und darin ist dann halt in dem Fall jetzt 48er Nikotin, 48 Milligramm pro Milliliter. Damit kann man halt mit so einer Flasche in der Regel so anderthalb oder ja, 1,6 Liter 0,3er. Kann man machen damit halt, das ist ganz günstig. Die 10 Flaschen haben mich jetzt gekostet, irgendwas mit, ich glaube, 40 Euro. Wird jetzt ein bisschen teurer sein, das Ganze. Hochwertig, schön im Glas, nicht im Plastik. Hält sich also wahrscheinlich jetzt ein Leben lang. Mal gucken, wie lange ich dafür hinkomme. Ich denke mal, das wird schon eine Zeit lang reichen. Ich habe jetzt eine verbraucht bisher oder noch nicht mal. Die eine Flasche, die ich bisher genutzt habe, die habe ich auch noch zum Teil weitergegeben. Also damit kommt man sehr lang hin. Gut, was braucht ihr noch? Und das ist jetzt das, was die ganze Sache für euch extrem günstig machen könnte.
Ja, bekommt nämlich hier VG und PG, bekommt ihr bei Horse Direct. Und das ist auch nicht hier irgendwie ein VG oder PG halt, was wirklich jetzt keiner Lebensmittelkontrolle oder was entsprochen wird. Das Ganze ist hier wirklich optimal getestet und ist ein super Zeug. Ich nutze das jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit. Top und kostet so gut wie gar nichts. Blendenglykol. Damit werdet ihr am längsten hinkommen, halt zumindest wenn ihr eine Basis macht, wie ich es mache. Ich mache meistens 70-30. Das heißt 70 nehme ich Glycerin und 30 PG. Das heißt, ihr könntet euch zum Beispiel halt holen hier 2 Glycerin und 1 PG und habt dann erstmal die nächste Zeit ausgesorgt. Wie gesagt, Horse Direct. Das Ganze werde ich euch auch wieder halt auf die Liste packen unter dem Video. Das ist pflanzliches hier, hat Lebensmittelkennzeichnung und so weiter und so fort. Also top. Das ist hier ein 5 Liter Kanister. Das Ganze gibt es sogar noch etwas billiger in 10 Litern. Je nachdem, was ihr braucht. Mehr haben 5 gereicht. Nehmt ihr auch etwas Platz weg, das Ganze. Das Ganze kommt in so einem riesen Karton. Immer 2 Stück. Wenn ihr die beiden bestellen solltet, kriegt ihr so einen Karton hier geliefert. Und gut ist. Gut, jetzt kommen wir mal zu einem relativ wichtigen Fakt, wie mische ich denn ab? Und dazu gibt es eine App, die werde ich jetzt gleich mal hier einblenden. Ich habe jetzt hier ein Android-Handy, unter iOS müsste es diese App genauso geben, kann ich aber nicht beschwören. Okay, dann starte ich jetzt mal die passende Software und habe hier die Möglichkeiten, auch eine Basis zu mischen. Das Ganze steht hier unter Bunkerbars. Und da gebe ich dann einfach mal die Menge an, die ich anmischen möchte. In dem Fall jetzt 100 ml natürlich nicht. Ich mache hier eine 0 dazu. Ich will einen Liter haben. Die Bunkerbars hat bei mir 48 Milligramm in ml. Das ist die unten. Die lasse ich so stehen. Die Nikotinstärke, die ich erreichen möchte, ist 3. Der PG-Anteil ist 30, der VG-Anteil 70, Wasser habe ich überhaupt keinen Anteil dazu. Und dann sehe ich jetzt hier, was ich denn benötige. Ich brauche 62 ml, ich nehme es jetzt mal ein bisschen ungenau, 62 ml brauche ich. Das sind diese hier. Dann brauche ich einen PG-Anteil von 237 ml. Ich runter auf und mache da mal 240 raus. In die Flasche geht sowieso ein bisschen mehr rein. Und einen VG-Anteil von 699 ml, da mache ich jetzt 700 raus. Das entspricht, weil ich jetzt etwas krumm rechne, hier nicht hundertprozentig den Werten. Allerdings, ob jetzt eine 6931er Basis bei rumkommt, ist mir relativ wurscht. Das dürfte sich auch vom Geschmack her dann absolut gar nicht mehr unterscheiden lassen. Von daher, ganz genau bin ich jetzt auch wieder nicht hier. Aber ihr könnt es so machen, ihr könnt es hier absolut genau rechnen, halt, wenn ihr es möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich mische das jetzt hier ein bisschen mehr Pi mal Daumen ab und fange damit jetzt auch mal an. Gut, für die Bunkerbasis, da gehe ich da relativ genau vor und nehme natürlich das hier. Damit kriegt man die 68 ganz gut hin. Ich könnte sogar noch, vielleicht mache ich das sogar halt hier, oder die 62 und mache dann nochmal 2 ml hier mit, aber... Ich glaube, ich werde das auch lassen. Ich mache einfach ein bisschen hier drüber. Jetzt mische ich die, schüttel mir erstmal die Flasche. Das ist relativ wichtig. Damit die Nikotin in der Flasche hier auch verteilt in dem PG. Und ich nicht halt hinter den Overshot hier oben kriege, weil das Nikotin hier oben schwimmt. Und dann fülle ich das mal ab hier. Das ist hier auch der Kinder gesichert hier das Ganze. Und brauche jetzt hier von, mal nachgucken nochmal, ich meine 62. 62 gemacht. Jetzt gebe ich noch einen kleinen Schub da drauf, weil ihr mit den Luftblasen, die hier in dem Liquid sind, oder in der Basis sind, Liquid, ich würde das jetzt nicht gerade dampfen wollen, ihr werdet nicht sterben daran. Also das kann ich gleich aufschließen hier.
Lieber. Schmeckt nicht gerade angenehm. Aber auch eine 48er, davon kippt er nicht um. Wenn er die wirklich trinken sollte, dann wird er wahrscheinlich dazu kommen, dass ihr euch hier übergebt. Weil das nicht gerade allzu angenehm für den Magen ist. Mir passiert aber auch nicht. Ist aber kein Tipp, das zu probieren. Gut, ich habe jetzt hier, eigentlich ist hier 64 drin. Wenn ich die Blasen abrechne, habe ich hier ungefähr 63. Das funktioniert soweit. Packe ich den mal hier an die Seite und mische mir jetzt erstmal die Basis selber an. Dazu brauche ich dann halt einen Anteil vom PG von 240 Milliliter. Das kann ich jetzt hier, glaube ich, so gut wie gar nicht messen. Ganz schlecht. Also mache ich das andersrum. Ich nehme jetzt einfach die 700 Milliliter, die ich für VG brauche. Die kann ich halbwegs erstmal abmessen hier. Bis zu diesem Strich gebe ich jetzt hier VG rein. Das ist das. Genau. Ich schüttel das auch nochmal. Ist jetzt nicht ganz so erforderlich hier, aber es könnte ein Wasseranteil drin sein. Und gebe mir jetzt mal auf bis zu der Leiste hier 700. Ihr sollt die Gefäße hier sauber haben. Glycerin und PG ist zwar antibakteriell, es macht aber nicht viel Sinn, wenn ihr euch die Basis dann doch mal irgendwann kippen sollte. Kommt das so weit hin? Einen kleinen Schluck noch. So, jetzt habe ich meinen 700er hiermit abgemischt schon soweit. Und jetzt gebe ich hier das die Basis hier zu. Lass das so weit ablaufen, wie es geht. Denn es ist ja hochkonzentriert hier. Muss ja nicht jetzt irgendwie verschwendet werden. Fülle das jetzt in diese Flasche hier ab. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen, ohne nicht allzu viel Sauerei hier. Gut, das reicht jetzt auch soweit. Und jetzt brauche ich erstmal die Küchentücher wieder hier. Ich wische das mal hier ein bisschen ab, was relativ siffig ist natürlich. Und dann kommt der nächste Schritt, das Ganze mischen. Das schüttelt in die Flasche einfach eine Zeit lang. Und habt euren Liter Basis fertig gemischt. Gut, in einem nächsten Video zeige ich euch nochmal, wie ihr relativ simpel hier ein Liquid euch anmischt aus dieser Basis. Das Ganze sollte jetzt 2, 3 Tage stehen. Und immer wieder zwischendurch das Ganze hier schütteln, damit ihr eine bessere Durchmischung erhaltet. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.
Hi, in diesem Video geht es mal um das Mischen von Basen. Wie kommt man günstig an eine selbstfabrizierte Basis? Das geht jetzt in diesem Video halt nicht um Nikotinbasen. Die müsst ihr euch dann aus irgendwelchen Quellen besorgen. Eventuell die 10 ml-Fläschchen, die man so bekommen kann, halt im Einzelhandel oder halt aus anderen Quellen, zu denen ich hier nichts sagen werde. Ich habe meine bezogen noch vor der TDP2-Regelung, so dass ich da jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich ausgesorgt haben werde. Für euch wird das jetzt nicht mehr zutreffen. Da müsst ihr euch mal umsehen halt. Vielleicht gibt es eine Lösung. Ich darf die hier nicht anbieten. Aber es geht jetzt auch für mich halt darum, eigentlich mehr in diesem Video, wie mischt ihr euch eine Basis an? 1 Liter zum Beispiel. Nach eurem Gutdünken, Mischungsverhältnis. Und wie kommt ihr relativ günstig daran an so eine Basis? Gut, ich zeige euch jetzt mal die Hilfsmittel, die ich dafür brauche. Ihr braucht natürlich eine Leerflasche. Ich habe jetzt einfach eine alte genommen, eine alte aus dem Dampferstore. Die ist hier noch bei mir zu rumliegen gewesen halt. 1 Liter passt mir ganz gut im Kram. Ich muss eh neu anmischen halt und dazu brauche ich die Flaschen ja sowieso. Ihr sollt darauf achten, wenn ihr die nicht lichtdicht verschließen solltet in irgendeinem Schränkchen, dann nehmt euch Braunglasflaschen. Am besten natürlich Glas, weil die kann man super ausspülen, aber die werdet ihr schlecht kriegen. Außer jetzt, ihr kauft die euch als reine Flasche. Aber jetzt, wenn ihr noch alte Basis noch rumfliegen habt, dann wird die meistens in einer Plastikflasche verkauft worden sein. Geht aber auch. Was ihr nicht machen solltet, sind diese Flaschen hier. Das liegt daran halt, dass Nikotin nicht lichtbeständig ist. Außer ihr legt diese Flaschen halt in extremen Schatten, also in dunklem Keller ohne Beleuchtung. Nikotin ist sehr lichtanfällig halt und ihr baut das Nikotin über die Bestrahlung halt mit Sonnenlicht beziehungsweise dem UV-Lichtanteil darin einfach immer mehr ab und so habt ihr dann nicht mehr irgendwann eine 3 Milligramm Nikotinbasis, sondern ihr habt dann irgendwann eine Nullerbasis halt. Deswegen, diese Flaschen sind da relativ ungeeignet halt. Diese bieten ein wenig Schutz vor UV-Einstrahlung. Deswegen brauchen die nicht ganz so dunkel gelagert werden. Also am besten nehmt ihr diese Flaschen hier, sind eigentlich optimal und lasst die hier besser außen vor. Ich werde die jetzt trotzdem befüllen gleich, weil ich die im Karton im absoluten Schatten liegen habe, dann geht die auch. Gut, was braucht ihr noch? Ihr braucht Messbecher. Jetzt könnt ihr euch das leichter machen, als ich mir jetzt getan habe. Ich habe jetzt, wollte heute noch einkaufen gehen, habe ich aber jetzt vergessen. Ich habe mir hier meinen Küchenhelfer genommen. Der ist für 2 Liter gedacht. Damit könnt ihr nicht genau abmessen, halt, aber so ungefähr reicht es erstmal. Was ihr auch noch braucht, das würde ich euch empfehlen, ist optimal zum Mischen, auch wenn ihr eure Liquid selber mischt, halt, ist sowas hier, ein Glaskolben. Kriegt ihr in der Apotheke, kostet nicht allzu viel. Ich habe einen hochwertigen genommen, der hat auch mehrere Vorteile. Ich kann jetzt erstmal gleich damit die Basis besser abmischen, beziehungsweise den Nikotinanteil in der Basis kann ich da besser abmischen. Ich habe noch diesen kleinen hier, kann man noch zum genauen Messen nehmen, werde ich wahrscheinlich gar nicht benötigen, halt, aber das Ganze ist in der Apotheke relativ günstig zu kriegen. Oder wenn ihr euch bei eBay umseht, halt, dann werdet ihr wahrscheinlich das hier für einen Spottpreis bekommen, das Ganze. Ich werde die Sachen, die ich hier benutze, verlinken unter dem Video, sodass ihr seht, wo ihr die Sachen bekommen könnt, halt, ohne lang suchen zu müssen. Und wie gesagt, einen Messbecher, den kriegt ihr bei Action. Kostet 1 Euro, glaube ich. Aber ihr solltet dann doch besser einen nehmen mit 1 Liter. Dann habt ihr eine bessere Skala. Die ist hier, naja, geht so. Jetzt erstmal zu den wichtigen Sachen. Und da habe ich das Glück gehabt, ich habe von der TDP2-Regelung habe ich noch zugeschlagen und habe mir eine Basis geholt. Achso, noch einen Fakt. Ihr braucht das hier, eine Küchenrolle. Geht schon mal ein bisschen kleckerig halt und ihr habt da bestimmt keine Lust drauf, das Ganze auf der Hand kleben zu haben. Ich habe mir das hier zugelegt, halt, vor der TDP2-Regelung. Und wer das jetzt sieht und mein Freund ist, ihr kriegt nichts ab. Das ist das hier. Das sind immer Nikotin Storage Spaces, nennt sich das hier. Das ist einfach rein SPG und darin ist dann halt in dem Fall jetzt 48er Nikotin, 48 Milligramm pro Milliliter. Damit kann man halt mit so einer Flasche in der Regel so anderthalb oder ja, 1,6 Liter 0,3er kann man machen, damit halt, das ist ganz günstig. Die 10 Flaschen haben mich jetzt gekostet irgendwas mit, ich glaube, 40 Euro. Wird jetzt ein bisschen teurer sein, das Ganze. Hochwertig, schön in Glas, nicht in Plastik. Hält sich also wahrscheinlich jetzt ein Leben lang. Mal gucken, wie lange ich dafür hinkomme. Ich denke mal, das wird schon eine Zeit lang reichen. Ich habe jetzt eine verbraucht bisher oder noch nicht mal. Die eine Flasche, die ich bisher genutzt habe, die habe ich auch noch zum Teil weitergegeben. Also damit kommt man sehr lang hin.
Gut, was braucht ihr noch? Und das ist jetzt das, was die ganze Sache für euch extrem günstig machen könnte. Ihr bekommt nämlich hier VG und PG. Bekommt ihr bei Horse Direct. Und das ist auch nicht hier irgendwie ein VG oder PG halt, was wirklich jetzt keiner Lebensmittelkontrolle oder sowas entsprochen wird. Das Ganze ist hier wirklich optimal getestet und ist ein super Zeug. Ich nutze das jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit. Top und kostet so gut wie gar nichts. Problemlokal. Damit werdet ihr am längsten hinkommen, mal halt zumindest wenn ihr eine Basis macht, wie ich es mache. Ich mache meistens 70-30. Das heißt 70 nämlich Glycerin und 30 PG. Das heißt, ihr könntet euch zum Beispiel halt holen hier 2 Glycerin und 1 PG und habt dann erstmal die nächste Zeit ausgesorgt. Wie gesagt, Horse Direct. Das Ganze werde ich euch auch wieder halt auf die Liste packen unter dem Video. Das ist pflanzliches hier, hat Lebensmittelkennzeichnung und so weiter und so fort. Also top. Das ist hier ein 5-Liter-Kanister. Das Ganze gibt es sogar noch etwas billiger in 10 Litern. Je nachdem, was ihr braucht. Mir haben 5 gereicht. Nimmt ja auch etwas Platz weg, das Ganze. Das Ganze kommt in so einem riesen Karton. Immer 2 Stück. Wenn ihr die beiden bestellen solltet, kriegt ihr so einen Karton hier geliefert. Und gut ist. Gut, jetzt kommen wir mal zu einem relativ wichtigen Faktor, wie mische ich denn ab? Und dazu gibt es eine App, die werde ich jetzt gleich mal hier einblenden. Ich habe jetzt hier ein Android-Handy, unter iOS müsste es diese App genauso geben, kann ich aber nicht beschwören. Okay, dann starte ich jetzt mal die passende Software und habe hier die Möglichkeiten, auch eine Basis zu mischen. Das Ganze steht hier unter Bunkerbars. Und da gebe ich dann einfach mal die Menge an, die ich anmischen möchte. In dem Fall jetzt 100 Milliliter natürlich nicht. Ich mache hier eine 0 dazu. Ich will einen Liter haben. Die Bunkerbars hat bei mir 48 Milligramm ML. Das ist die unten. Die lasse ich so stehen. Die Nikotinstärke, die ich erreichen möchte, ist 3. Der PG-Anteil ist 30, der VG-Anteil 70. Wasser habe ich überhaupt keinen Anteil dazu. Und dann sehe ich jetzt hier, was ich denn benötige. Ich brauche 62 Milliliter. Ich nehme es jetzt mal ein bisschen ungenau. 62 Milliliter brauche ich. Das sind diese hier. Dann brauche ich einen PG-Anteil von 237 Milliliter. Ich runter auf und mache da mal 240 raus. In die Flasche geht sowieso ein bisschen mehr rein. Und ein VG-Anteil von 699 Milliliter, da mache ich jetzt 700 raus. Das entspricht, weil ich jetzt etwas krumm rechne, hier nicht hundertprozentig den Werten. Allerdings, ob jetzt eine 6931er Basis bei rumkommt, ist mir relativ wurscht. Das dürfte sich auch vom Geschmack her dann absolut gar nicht mehr unterscheiden lassen. Von daher, ganz genau bin ich jetzt auch wieder nicht hier. Aber ihr könnt es so machen, ihr könnt es hier absolut genau rechnen, halt, wenn ihr es möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich mische das jetzt hier ein bisschen mehr Pi mal Daumen ab und fange damit jetzt auch mal an. Gut, für die Bunkerbasis, da mache ich, gehe ich da relativ genau vor und nehme natürlich das hier. Damit kriegt man die 68 ganz gut hin. Ich könnte sogar noch, vielleicht mache ich das sogar halt hier, oder die 62 und mache dann nochmal 2 Milliliter hier mit, aber. Ich glaube, ich werde das auch lassen. Ich mache einfach ein bisschen hier drüber. Jetzt ich schüttle mir erstmal die Flasche. Das ist relativ wichtig, damit hier das Nikotin in der Flasche hier auch verteilt in dem PG und ich nicht halt hier den Overshot hier oben kriege, weil das Nikotin hier oben schwimmt. Und dann fülle ich das mal ab hier. Das ist auch der Kinder gesichert hier das Ganze. Und brauche jetzt hier von, mal nachgucken nochmal, ich meine 62. 62. Jetzt gebe ich noch einen kleinen Schub da drauf.
weil ihr mit den Luftblasen, die hier in dem Liquid sind, oder in der Basis sind, Liquid, ich würde das jetzt nicht gerade dampfen wollen, ihr werdet nicht sterben daran. Also, das kann ich gleich ausschließen hier. Lieber, schmeckt nicht gerade angenehm. Aber auch eine 48er, davon kippt ihr nicht um. Wenn ihr die wirklich trinken solltet, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass ihr euch übergebt, weil das nicht gerade allzu angenehm für den Magen ist. Mehr passiert aber auch nicht. Ist aber kein Tipp, das zu probieren. Gut, ich habe jetzt hier, eigentlich ist hier 64 drin. Wenn ich die Blasen abrechne, habe ich hier ungefähr 63. Das funktioniert soweit. Packe ich den mal hier an die Seite und mische mir jetzt erstmal die Basis selber an. Dazu brauche ich dann halt einen Anteil von PG von 240 Milliliter. Das kann ich jetzt hier, glaube ich, so gut wie gar nicht messen. Ganz schlecht. Also mache ich das andersrum. Ich nehme jetzt einfach die 700 Milliliter, die ich für VG brauche. Die kann ich halbwegs erstmal abmessen hier. Bis zu diesem Strich gebe ich jetzt hier VG rein. Das ist das. Genau. Ich schüttel das auch nochmal. Ist jetzt nicht ganz so erforderlich hier, aber es könnte ein Wasseranteil drin sein. Ich gebe mir jetzt mal auf bis zu der Leiste hier 700. Ihr sollt die Gefäße hier sauber haben. Glycerin und PG ist zwar antibakteriell, es macht aber nicht viel Sinn, wenn ihr euch die Basis dann doch mal irgendwann kippen sollte. Kommt das so weit hin? Einen kleinen Schluck noch. So, jetzt habe ich meinen 700er hiermit abgemischt schon soweit. Und jetzt gebe ich hier das die Basis hier zu. Lass das so weit ablaufen, wie es geht, denn es ist ja hochkonzentriert hier. Muss ja nicht jetzt irgendwie verschwendet werden. Und mische mir jetzt, da ich jetzt etwas genauer sein muss, halt das PG hier mit ab. Und dafür braucht man dann auch gleich die Servietten oder beziehungsweise die Küchenrolle, weil das hier wahrscheinlich etwas daneben gehen wird. Auch nochmal schütteln. Da das Glycerin, da das PG aber flüssiger ist, kann man jetzt wenigstens halbwegs einfüllen, gehe ich mal von aus. Auch wieder etwas abtropfen lassen, das Ganze. Hier braucht ihr überhaupt keinen Gedanken euch machen, um irgendwie Verunreinigungen halt. Das ist ein reiner Alkohol schon fast. Oder ist ein Alkohol und der tötet Bakterien ziemlich heftig ab. Auch wieder 100. Jetzt die restliche Menge, das waren in dem Fall 37. Gucken wir mal, dass wir das ungefähr hinkriegen wieder. Gut, ich schätze mal, das dürfte 37 ungefähr sein. Und gebe das hier wieder dazu. Lass den Rest davon abtropfen. Und ihr seht schon das Gelbe hier am Rand, das ist jetzt natürlich der Nikotin. Ich fülle das jetzt in diese Flasche hier ab. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen, ohne ich allzu viel Säure rein hier. Gut, das reicht jetzt auch soweit. Und jetzt brauche ich erstmal die Küchentücher wieder hier. Ich das mal hier ein bisschen ab, was relativ siffig ist natürlich. Und dann kommt der nächste Schritt, das Ganze mischen. Das schüttelt in die Flasche einfach eine Zeit lang.
habt ihr euren Liter Basis fertig gemischt. Gut, in einem nächsten Video zeige ich euch nochmal, wie ihr relativ simpel hier ein Liquid euch anmischt aus dieser Basis. Das Ganze sollte jetzt 2-3 Tage stehen und immer wieder zwischendurch das Ganze hier schütteln, damit ihr eine bessere Durchmischung erhaltet. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Video. Ciao.